See. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, hallo. Wieder an der Sächsischen Schweiz unterwegs. Und wir müssen gleich wieder einpacken. Hier ist einiges an Publikumsverkehr. Wir sehen uns gleich wieder. Da geht's weiter. Ich hoffe, dass wir noch eine ruhige Stelle finden. Hier ist doch einiges an Publikumsverkehr los. Bin gerade in der Nähe von Kriepen, Pustelwitz, irgendwie sowas. Ich blende unten nochmal ein. Jedenfalls dort geradeaus geht's weiter. Was für eine malerische Landschaft immer wieder. Und die Pfade, die sich hier durchziehen. Da geht's jetzt hoch, Bildmitte. Irgendwo da vorne soll uns ein Ausblick erwarten. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir finden ihn. Und vielleicht haben wir ihn auch für uns alleine. Hinter mir sind schon die Nächsten. Weiter, immer weiter. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der Falkenstein. Hab mich entlang der Schrammstein-Wanderwege lang gehangelt und muss sagen, bei den Schrammsteinen ist es extrem voll. Ich weiß nicht, ob man das die ganze Zeit hört. So ein bisschen im Hintergrund. Also hier ist wirklich sehr viel Publikumsverkehr. Dann geht's mal weiter. Wir wollen da zwar nicht hoch, dafür habe ich gar nicht die Ausrüstung und nicht die Erfahrung, aber wir wollen zumindest irgendwie in die Nähe, wo es ein bisschen sonniger ist. Und dann brauche ich einen Kaffee. Und ihr braucht hoffentlich auch einen Kaffee. Weil die Tour ist noch lange nicht vorbei. Leider ist es ein bisschen laut, aber dafür ist es sehr beeindruckend hier. Ein Haufen an Felsformationen, wo man überall vielleicht hochkommt. Vielleicht auch nicht. Das war ganz schön anstrengend hier hochzukommen. Nächstes Mal machen wir nicht mit. Nee. Und damit hallo, willkommen. Ich habe es hier auf so einen Felsen geschafft. Das war anstrengend. Es war wirklich anstrengend. Aber jetzt ist Zeit für einen Kaffee. Ihr wollt einen Kaffee, die ganze Welt will einen Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. Und da ist Kaffee. Da! Jetzt gibt's Kaffee. Yes! Becher! Hier ist gerade beim Falkenstein, hier ist immer noch eine ganze Menge los. Insbesondere Kinder. Heute ist Reformationstag. Wahrscheinlich auch deswegen viel los, aber ich möchte nicht wissen, wie es hier regulär aussieht. Also, noch ist es gerade schlimmer als Schmielka, was schwer ist, aber es ist tatsächlich gerade voller als Schmielka. Hier kommen die Leute quasi als Gruppen von 10 Mann alle Minute, glaube ich, ungefähr. Irgendwie jede Minute kommt halt so immer so ein Schub an 10 Leute. Aber an und für sich ist es eine extrem tolle Gegend hier. Also die Felsformation, was es hier so alles gibt, sehr spannend. Es sind viele, die gerade auch klettern und halt wandern, gibt es natürlich auch viele. Tja, mit Kamera und Stativ in einer Hand, sprich freihändig. Und was hier so knistert und knastert, das ist der Müllbeutel. Er füllt sich langsam. Hier soll mal eine Burg gewesen sein.
Hier ist ein großes Loch. Steht doch irgendwas dran. Aber Grundfesten irgendeiner Burg kann ich noch nicht finden. Und ich glaube, hier muss ich euch mal abschalten. Hoch ist ja eine Sache. Aber runter, das wird nichts ohne freie Hand. Bis gleich. Sorry vorab, wenn das immer ein bisschen viele freie Handaufnahmen sind, aber hier ist so viel Verkehr immer noch, da kann ich nicht das Stativ aufbauen. Das wird sehr schwierig. Nichtsdestotrotz wollte ich euch immer mal einen Blick nicht verwehren, wo ich mich hier entlang hangel. Da geht's weiter und ich hoffe, dass ich noch irgendeine Schlucht oder sowas in der Richtung finde. Irgendwas mit tiefer Grund, irgendwie sowas. War schon erstaunlich, wie schön gerade die Bäume wachsen, oder? Einfach nur mal wirken lassen, das sind wie Linien. Und das komische laute Lachen ignorieren. Genieß die Stille. Sie wird nicht lange halten. Manchmal sind es die unscheinbaren Dinge, mit denen sich auch experimentieren lässt. Zum Beispiel so ein Nagel. Mit so einem Hintergrund. Also von dort kommen alle Leute. Von dort kommt eine ganze Menge Leute. Und man bewegt sich die ganze Zeit in so einer wunderschönen Schlucht. Da geht es noch ein ganzes Stück rein. Und ein ganzes Stück hoch. Scheint auch der Feuchtigkeitsgehalt eine ganze Höhe zu besitzen. Gut. Weiter geht's da lang. Wer schon mal wissen möchte, wie es aussieht, überwiegend Plastik. Man merkt, dass die Strecke hier ziemlich beliebt ist. Und ein Metallring. Hier gibt es übrigens auch sehr seltsame Bäume. Sieht fast wie eine Figur aus. Kopf, bisschen großer Bauch und naja, der Rest. So ihr Lieben, da geht wieder eine Tour zu Ende. Akku ist fast leer. Ich habe noch einen habe ich noch. Die Tour, so würde ich die bewerten, war okay. Könnte besser sein, war halt wieder sehr viel los. Daher meine Empfehlung, wenn ihr diese Tour mal nachlaufen wollt, ich blende euch hier einfach mal eine Karte ein, dann würde ich vorschlagen, das mitten in der Woche zu machen. Am besten, wo kein Feiertag irgendwie zwischen ist. Dann habt ihr wahrscheinlich eine relativ hohe Chance, dass das hier halbwegs leer sein könnte. Womit es sich dann insgesamt natürlich auch viel mehr lohnt, weil das ist eine brachial schöne Gegend. Hier ist Schluchten, also man läuft viel zwischen Schluchten, man hat sehr viel Grün, sehr kräftiges Moos. Es gibt überall Stellen, wo befeuchtet ist der Boden, also die Luft ist auch sehr gut. Also für die Qualität der Gegend an sich, vom Natürlichen, natürlich Daumen hoch. Was sollte es auch anders sein? Gut, falls wir uns nicht mehr wiedersehen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wahrscheinlich in Brandenburg, da ist es halt wesentlich ruhiger. Oder bis zur nächsten Szene, falls mir doch noch irgendwas begegnen sollte. Gut.